Guten Morgen, Hamburg. Ich bin Georg Möller und ich freue mich über jede und jeden, der sich das jetzt antut, wo immer er das macht. Die Sendung heißt Frühstück mit. Und sie erlaubt mir, an diesem und an anderen Orten mit Menschen, die ich mag und die ich gerne kennenlernen möchte, zu reden, wie sie leben, wie sie die Welt sehen und wie sie die Welt verstehen. Heute darf ich das mit einer großartigen Gruppe von Kindern machen. Wir haben eingeladen heute Kinder. Und zwar 3 Jahre alt. Johanna, hallo. Hallo. Fritz, hallo. Hallo. Und Milo. Hallo. Ebenfalls hallo. Milo, zu dir in die Runde. Du bist der Jüngste von uns, ne? Ja. Verrätst du uns dein Alter? 8. Acht. Du siehst älter aus. Das ist ja sehr, sehr jung. Aber gibt es so für dich auch so das Thema Klima oder Klimakatastrophe? Ist das für dich ein Thema? Hast du davon schon mal? Ja, ich höre das schon oft in den Nachrichten. Okay. Und da sehe ich das halt auch oft. Vor allen Dingen in den Nachrichten. Redest du dann mit deinen Eltern darüber oder eher nicht? Nicht viel. Nicht viel? Und in der Schule? Redet ihr in der Schule darüber? Noch nicht. Ja. Und was hast du denn da bis jetzt gesehen? Also, wie Greta Thunberg vor Präsidenten steht und redet, habe ich bis jetzt erst gesehen. Und was hast du dir dann gedacht dabei? Nicht viel. Nicht viel? Also, hast du das verstanden, was sie erzählt hat? Oder? Nee, nicht richtig. Nicht wirklich, ne? Ich würde gerne mit euch heute darüber reden, wie ihr so lebt, wie sich das so angeht, wie sich das so anfühlt, das Leben, worüber Kinder sauer sind. Dabei würde ich vor allen Dingen mit euch gerne darüber reden, worüber Kinder sauer sind, nicht nur in der Familie, sondern auch darüber hinaus. Und ich würde euch mit euch gerne die Frage debattieren, ob es da draußen noch irgendwo einen anderen Planeten gibt, der genau dieselben Bedingungen hat wie hier. Das ist natürlich mehr eine rhetorische Frage. Also rhetorische Fragen sind so Fragen, wo die Antwort vorher schon klar ist, aber die man so sagt, weil es ganz gut klingt. Also, mir hat mal ein Kind gesagt, wir Kinder wissen, dass Supermänner nur Spaßfiguren sind, mit denen man spielen kann, mit denen man tolle, fantasievolle Geschichten erzählen kann. Aber er hätte das Gefühl, dass manche Erwachsene, die was zu sagen haben, die ganze Zeit auf irgendeinen Supermann warten, der sie die Welt rettet und der sie dann davon abhält, selber irgendwas zu machen. Ist das für euch was Ähnliches, Johanna? Also ich würde sagen, nein. Für mich gibt es Superhelden in natürlichen Personen. Oh. Zum Beispiel jetzt Greta Thunberg. Oh. Die ist ja für viele Leute eine Heldin. Also ich würde sagen, ein Held wird auch in der realen Welt von Personen verkörpert. Mhm. Allerdings würde ich auch zustimmen an dem anderen Punkt, dass wirklich viele Politiker auf eine Sache warten, die sie erlöst von ihrem Problem und deswegen auch so wenig agieren. Ja. Kannst du mir erklären, was Greta von dir unterscheidet? Also erstmal, ich spreche Deutsch. Das tut sie nicht. Okay. Und sonst, sie ist natürlich noch einiges älter. Und ich würde auch sagen, dass sie ein bisschen ehrgeiziger ist in diesem Bereich. Also Umwelt und Zukunft auf jeden Fall. Da sie ja von sich selbst auch die Bewegung gestartet hat. Und ich bin nur eine Mitläuferin in dem Fall. Ja, sie ist noch ein bisschen radikaler, würde ich auf jeden Fall sagen. Die ganze Welt kennt ja Greta noch nicht so richtig lange. Ja. Das heißt, du ja auch nicht. Das heißt, wann hast du das erste Mal von ihr gehört? Oder hast du dich vorher schon mit der Frage beschäftigt, ob wir nur einen Planeten haben? Hast du dich jemals mit der Frage beschäftigt, ob wir nur einen Planeten haben? Ja, habe ich. Also es gibt ja von Elon Musk, der will ja, dass wir quasi eine zweite Alternative haben, in dem zum Beispiel Leben auf dem Mond oder auf dem Mars ermöglicht wird. Das wäre theoretisch möglich, aber nicht im Ausmaß, dass die gesamte Weltbevölkerung dort leben könnte. Außerdem ist, soweit ich weiß, wurde es eine zweite Erde schon entdeckt mit den gleichen Voraussetzungen, sodass auch Leben entstehen könnte. Diese ist aber
viel zu weit weg, sodass es für uns auch nicht in Frage kommen würde. Weißt du, wie viel? Wie weit? Nein. Also ich habe davon gehört, dass es 700 Lichtjahre sind bis dahin. Das heißt, weiß jemand von euch, wie lange ein Lichtjahr dauert? Also das Licht legt, glaube ich, in einer Sekunde 27.000 Kilometer zurück, wenn ich das richtig gelernt habe und richtig behalten habe. Ich bin ja nicht mehr in der Schule. Also das Licht ist das Schnellste, was es gibt überhaupt im Universum. Und wenn das ein Jahr lang gerannt ist durch das Universum, dann ist ein Lichtjahr vergangen und davon 700 Stück. Die Erde ist von der Sonne 8 Lichtminuten entfernt. 8 Lichtminuten. Und das ist schon elendig weit. Also das werden wir nicht unbedingt, also ich sowieso nicht und ihr vermutlich auch nicht mehr unbedingt erleben. Fritz, haben wir noch einen zweiten Planeten im Kofferraum? Also ich finde, dass man dadurch, dass es ja auch schon Sonden gibt, die jetzt auch über 100 Lichtjahre schon entfernt sind und auch schon zweite Planeten entdeckt haben, dass man da schon noch, dass es da draußen bestimmt noch irgendwo Leben gibt und dass vielleicht andere Lebewesen auch schon mal überlegt haben, ob da draußen vielleicht noch Leben ist. Und manche Menschen denken vielleicht, da draußen ist kein Leben. Andere denken, da draußen ist noch Leben. Ja, also bei so einem großen Universum, finde ich, da kann niemand einem erzählen, da draußen ist kein Leben mehr. Oder kein Planet, wo es solche Bedingungen gibt wie auf der Erde. Ich würde gerne noch mal auf dein Universum, also das ist ja ein bisschen näher dran an dir, in dem Leben, in dem du lebst. Beschäftigst du dich mit sozusagen dem Leben auf der Erde? Also guckst du weiter als jetzt zu deiner Haustür? Also wie die Welt so funktioniert und kriegst du das mit? Ja, doch, eigentlich schon. Bei uns in der Schule haben wir Gesellschaftsunterricht und da sollen wir jeden Dienstag ein Thema mitbringen, was gerade so in der Welt passiert. Und da setze ich mich dann halt auch so mit Themen auseinander, wie zum Beispiel, dass da ja jetzt in China eine neue Art vom Coronavirus ausgebrochen ist. Da gibt es jetzt auch schon erste Todesfälle und dadurch, ja, doch komme ich schon mit mehr als nur meiner Haustür in Kontakt. Und wenn du das sozusagen hörst, jetzt beispielsweise zu Australien. In Australien hat es ja schon seit vielen Monaten sehr heftig gebrannt. Kriegst du das mit? Ja, auf jeden Fall. Was denkst du dazu? Also ich finde, man muss auf jeden Fall helfen. Das Problem ist nur, dass es ja jetzt es gibt ja so Feuerkarten. Wenn man sich die jetzt mal anguckt, dann sieht man ja auch, dass Afrika auch groß brennt. Und ich finde aber auch, da muss geholfen werden. Vorher war es Brasilien, ne? Ja. Dass der Regenwald eben auch brennt. Also es gibt doch schon. Aber mich interessiert, ob du, wenn du jetzt abends im Bett liegst und mit keinem mehr reden kannst, mit deinem Vater nicht, mit deiner Mutter nicht, hast du Geschwister? Ja. Okay, mit deinen Geschwistern nicht, sondern einfach so mit dir da liegst. Machst du dir dann Gedanken? Also wegen dem Coronavirus nochmal, um das nochmal aufzugreifen. Demnächst beginnt ja das chinesische Neujahr. Und wir haben auch Freunde, die sind jetzt in China bei ihrer Familie. Und dadurch, dass jetzt diese Reisewelle beginnt, kann ja schon sein, dass da irgendwas nach Deutschland mitkommt. Aber kann ja auch sein, dass in irgendwelche anderen Länder das. Und ich finde, was das, also generell Viren und Krankheiten, die verbreiten sich ja auch schneller, also auch durch ein Flugzeug, als jetzt zum Beispiel ein Feuer übers Meer. So. Yeah. Und deswegen muss man da auch viel unternehmen und Maßnahmen ergreifen. Ihr seid ja jetzt noch nicht so richtig lange auf der Welt, sodass, wenn ich euch jetzt frage, habt ihr das gemerkt, dass jetzt 3 Sommer hintereinander ziemlich trocken und heiß war, kann man sich da auch freuen, erstmal als Kind. Du bist trocken und warm, ne? Ja, ich kann auch ins Schwimmbad gehen. Ja, man kann viel ins Schwimmbad gehen. Mhm. Aber es macht ja auch ein bisschen was anderes. Es macht ja auch mit der Natur ein bisschen, ne? Setzt sie unter Druck, ne? Mhm. Wendy, wart ihr, und das würde mich mal jetzt interessieren, war einer oder eine von euch schon mal auf einer
Friday for Future Demo. Ja. Du warst schon mal? Ja, ich auch. Johanna auch? Du? Nee. Du warst noch nie auf einer Friday for Future Demo. Warum bist du da hingegangen, Johanna? Da gibt es viele Gründe zu. Also zum einen hat hier auch Fridays for Future Forderungen, ja, die gestellt werden an den Politiker. Also zum einen das 1,5-Grad-Ziel und das Pariser Abkommen eben. Mhm. Und da stehe ich vollkommen hinter. Und zum anderen auch, wie oft gesagt wurde, wir sind eine neue Demonstration und eine neue Generation. Und es ist unsere Zukunft, zum größten Teil auch. Also viele, jetzt ohne unhöflich klingen zu wollen, aber viele Politiker, die zurzeit aktiv sind, werden nicht das volle Ausmaß der Erderwärmung erfahren. Ja. Wie allerdings schon. Nicht das volle Ausmaß, aber ein großes auf jeden Fall. Und bist du dann mit aus deinen eigenen Stücken dahin gegangen, weil du in der Familie drüber geredet hast oder weil du mit Freundinnen und Freunden darüber geredet hast? Was war der Grund für dich, für dann auf die Demo zu gehen? Warst du von alleine aus sozusagen sauer und motiviert? Also es hat ungefähr vor einem Jahr begonnen, also am Sommer, kurz vor den Sommerferien. Dort wurden Noten schon vergeben und wir haben dann Anfang der 8. Klasse komplett neuen Lehrer bekommen. Heißt, für die Noten war es nicht mehr relevant. Ja. Gleichzeitig ist ein Hype entstanden um diese gesamte Demonstration. Und es ist jeder darüber gesprochen in der Schule. Und wir haben auch in der Klasse vereinbart, dass wir gemeinsam dort hingehen. Also das habe ich natürlich auch selbst berührt, aber auch von dem Druck, würde ich sagen, dass den anderen auf mich ausgeübt haben, bin ich dort hingegangen. Mhm. Und ich bin auch gleich mehr als hingegangen, eben weil keine Noten mehr vergeben wurden. Was mich interessiert ist so, habt ihr das Gefühl, du warst auch schon mal auf einer Friday for Future Demo, ja, okay, ob man dort was von mitbringt. Also wenn man da ist man natürlich auf der Straße und demonstriert für ein besseres Klima und für mehr Verantwortung, die Erwachsenen übernehmen sollen. Aber redet man, lernt man da auch was? Also redet man mit anderen dann über das Klima oder hört man den Leuten zu, die da was sagen? Ist das so? Ja, eigentlich schon. Ich fand's, ich war an dem Tag da, als Greta auch mit auf der Demo war. Und jetzt vor ein paar Wochen, Monaten nochmal. Und dann, also da als Greta da war, da haben wir es der ganzen Klasse erzählt, dass wir hinwollen. Auch als Klasse zusammen. Und dann haben halt alle ihre Eltern gefragt und es durften die meisten mit. Und dann waren 8 oder 7 Leute waren nur noch in der Klasse und wir sind 24. Und dann sind wir da halt viel hingegangen, mit vielen. Und jetzt ist ein guter Freund von mir und eine Freundin von mir auch noch, sind da auch noch mal zu dritt hingegangen und haben es auch noch mal der ganzen Klasse erzählt. Und dann, das war wieder der Punkt, wo alle nur noch so, also das war der Punkt, wo man bemerkt hat, dass das einfach nur so Mitläufer waren, die da einfach einmal hin wollten, weil wir wollten da halt mehrmals hin und da richtig mitmachen. Und die, das hatten wir, da waren wir ja jetzt einmal, das hat uns gereicht und so. Und dass die einfach, dass sie da keine Lust mehr drauf haben. Ich glaube, viele sind da auch einfach nur hin, um an diesem Freitag dann ja auch einfach schulfrei zu haben. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen wütend sein. Aber auf wen? Auf wen bist du dann wütend? Auf meine Klassenkameraden. Ah, okay, weil die da hingehen, weil sie vielleicht nur frei haben wollen. Genau. Was kannst du dann tun? Also was könnte man tun? Könnte man vielleicht sogar, mein Gedanke, dass man sagt, das Thema Klima wirklich in die Schule bringt, indem man das ein Fach hat, wo man sich wirklich damit beschäftigt? Das haben wir tatsächlich gemacht. Wir haben unserem Schulleiter haben wir vorgeschlagen, einen Ganztagskurs. Unsere Klasse hat das vorgeschlagen, einen Ganztagskurs neu zu gründen. Der heißt jetzt Aktiv fürs Klima. Und dann, ich bin in dem Kurs auch. Und dann treffen wir uns. Wir haben auch schon wir hatten als Klasse eine Beschreibung für den Kurs geschrieben. Mhm. Das war sehr, sehr heranziehend quasi. Ich weiß nicht, ich kenne das Wort nicht. Anlockend. Viele Kinder meinten, dass ihnen der Kurs gefällt. Und dann hat unsere Lehrerin, also nicht unsere Lehrerin, sondern die Lehrerin, die die
Kurse einteilt und nochmal die Beschreibung anschaut und so. Hat die Beschreibung komplett umgeschrieben. Von wir haben zusammen Spaß, wir recherchieren zum Klimawandel, wir gucken, was wir machen können, wir gehen zusammen auf Fridays for Future Demo. Hat das umgeschrieben in wir recherchieren, wir reden darüber und also und treffen uns zum Reden einfach. Und jetzt sind also auch mehrere Freunde von mir hatten jetzt keine Lust mehr da drauf, weil es dadurch halt jetzt natürlich lahm klingt. Und wir sind auch noch nicht einmal als Kurs auf eine Demo gegangen. Ah, recht. Aber da muss man eben noch vielleicht dran arbeiten. Naja. Ne? Aber das sieht ja so aus, als würdest du das tun. Milo, bei euch an der Schule, würdest du gerne zu dem Thema Klima mehr wissen in der Schule? Ja, schon. Weil ich weiß da halt nicht so viel noch drüber. Ja. Also wie es den Menschen und Tieren in Australien geht, wenn es da rumbrennt oder wie dann, wenn das, hast du schon mal mitgekriegt, dass das Eis schmilzt in den? Ja. Ja, das hast du mitgekriegt. Mhm. Und gibt es denn, hast du zufälligerweise ein Lieblingstier? Ja, das ist der Panther. Oh, wo lebt der? An Amerika, glaube ich. Ja, Südamerika? Ja. Braucht er einen Regenwald vielleicht? Mhm. Ja? Kann ja gut sein, ne? Dass er sozusagen da ist. Hast du denn auch schon mal was über den Regenwald gehört? Dass er abgeholzt wird. Ja, aber wofür? Weißt du wofür? Den Regenwald abholzen? Für das Holz. Das Holz, ja, was noch? Weiß nicht. Die machen dort, die bauen da Felder draus. Also die roden das, um dann Felder zu machen, um zum großen Teil zum Beispiel Soja anzubauen. Wisst ihr, wofür die Soja dort eingesetzt? Beispiel für Fleischersatz. Ja, das auch, aber als Futter. Ja. Futter für Rinderherden. Ja, ich habe mal gehört, dass 80% aller Getreidesorten, die angebaut werden, als Futter für Kühe oder für Viehenten. Ich bin immer vorsichtig mit den Zahlen, weil wir im Grunde genommen können wir jetzt sozusagen uns gegenseitig Zahlen in den Kopf werfen, aber wir wissen es nicht genau. Man kann eigentlich sagen, unheimlich viel von dem Getreide. Ne? Das ist ja auch schon, wird dafür gebraucht, um Tiere zu füttern. Und was aus den Tieren gemacht wird, wisst ihr, was aus den Tieren gemacht wird? Fleisch. Ja, die sind ja Fleisch. Vor allen Dingen schnell Fastfood-Ketten. Ne? Ist einer oder eine von euch Vegetarierin? Ja, ich. Du bist Vegetarierin? Mhm. Seit 2 Monaten. Seit wie? November ungefähr. Seit November? Ja. Oh, ja. Bei mir in der Familie auch. 2 Vegetarier, einen noch Fleisch. Also wie sieht es mit euch aus? Du isst noch? Meine Oma, die hatte letztens eine Knieoperation. Ja. Und dann hat meine Mutter von einem Sportler gelesen, der auch eine Knieverletzung hatte und danach auch operiert wurde. Und der sich dann vegan ernährt hat, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Und das hat meine Mutter jetzt meiner Oma vorgeschlagen. Und die meinte, sie zieht das jetzt durch. Also ist jetzt vegan geworden? Ist jetzt vegan. Und machst du da mit oder guckst du erstmal nur zu? Also die wohnt in Schleswig-Holstein. Okay. Und dann fahren wir mit der Bahn immer dahin, um sie zu besuchen. Ja. Klimaneutral. Und dann versuchen wir halt, so gut es geht, mit ihr mitzuhalten quasi. Wie seid ihr überhaupt heute hier? Wie bist du hier? Mit dem Fahrrad bin ich gekommen. Fährst du viel mit dem Fahrrad? Ja. Ist das gut für dich und für die Umwelt auch? Ja. Ja? Fahrrad? Laufen? Ich auch laufen. Und Fahrrad? Naja gut, ihr habt jetzt noch keinen Führerschein, aber wie sieht das aus in der Zukunft? Wie sieht Verkehr in der Zukunft aus für euch? Also ich denke, es wird auf jeden Fall mehr in die Bahn investiert werden, genauso wie in die Busindustrie. Außerdem werden wahrscheinlich auch Fahrräder gefördert und Autos wahrscheinlich eher nicht. Oder es wird mehr auf Elektroautos gesetzt, aber ich denke, die, ich sag mal, normalen Autos werden eher versucht zu unterdrücken oder auf jeden Fall zu reduzieren. Sollen die auch weg? Also die Benzin-, Dieselautos, denkst du, dass das schlau ist, die wegzunehmen?
Also ich würde es nicht radikal machen, sofort verbieten oder so, aber ich denke, ein langer Abstieg von den CO2-ausstoßenden Autos wäre auf jeden Fall ein guter Anfang, ja. Wärst du dafür, Milo, dass die Fahrradfahrer mehr Rechte bekommen? Also, dass man ungefährdeter durch die Gegend fahren kann mit seinem Rad? Also Vorfahrt für Fahrradfahrer? Es gibt halt auch nicht überall Fahrradwege. Ja. Also deine Forderung wäre mehr Fahrradwege, sichere Fahrradwege auch, ne? Also, dass man da nicht irgendwie von einem Auto angekarrt wird. Fritz, auch du? Ja, definitiv. Fahrrad und Bahn hast du ja gesagt, ne? Bahn ist ja auch wichtig. Fahrrad vor allem. Also ich finde, Amsterdam geht da mit einem guten Beispiel voran. Wer? Amsterdam. Amsterdam? Die haben ja quasi nur Fahrradwege da. Ja. Und da haben ja Fahrradwege, also Fahrräder haben Vorfahrt. Und das, finde ich, muss in Deutschland auch so sein. Weil einfach viele Menschen auch hier Auto fahren. Ja. Das hatte ich auch in meiner alten Klasse. Da hat ein Junge 5 Minuten zu Fuß von der Schule weggewohnt. Seine Mutter hat ihn jeden Tag mit dem Auto gefahren. Würde die Mutter das auch machen, wenn beispielsweise der HVV, das ist ja die Verkehrsgesellschaft in Hamburg und wärt ihr sozusagen dafür, dass man da einfach für umsonst mitfahren kann? Fritz? Ja. Umsonst, ne? Ja, weil es gibt auch auf jeden Fall Menschen, die sich das nicht immer leisten können, sich eine Fahrkarte zu kaufen. Ja. Einfach, keine Ahnung, aus Gründen. Dann kann der HVV ja nicht sagen, tja, Pech gehabt. Müsst ihr halt laufen. Ja. Und ich finde, dann muss definitiv von der Stadt mehr in den HVV investiert werden. Ja. Und generell in Elektroautos und mehr von diesen Autoladesäulen. Ja. Die müssen. Es gibt ja auch Wasserstoff. Also Hamburg will ja da auch was machen in dem Thema für Wasserstoffautos. Da du ja mal Handwerker werden möchtest, ne? Wäre das ja auch eine Option, dass du daran bastelst und miterfindest. Ist Erfinden eine gute Sache? Ja. Wenn man sozusagen erfinden könnte, wie Autos noch besser und noch effektiver fahren können. Vielleicht nicht Autos, sondern vielleicht Busse oder wie man Fahrräder noch speediger machen kann. Ich kenne einen, ihr guckt ja alle so YouTube-Filmchen, ne? Mehr oder weniger, dürft ihr, wenn ihr mal dürft. Oder tut es einfach. Da gibt es so einen wunderschönen YouTube-Film aus Amsterdam, wo an so einer Kreuzung Fahrradfahrer unheimlich schnell durcheinander fahren und kein einziges berührt sich. Ganz toll, so 3 Minuten lang, so auf ein bisschen schneller gemacht, die Filme. Und das ist eins meiner Lieblingsvideos. Also der HVV, der soll der Mutter, die das Kind immer zur Schule fährt, anbieten, wir fahren dich umsonst. Ich habe sowieso nie verstanden, wieso Schüler für Schülerkarten bezahlen müssen, wo sie doch zur Schule müssen. Es gibt ja eine Schulpflicht. Das ist ja nicht so, dass sie sich das aussuchen und sagen, ich würde jetzt gerne mal zur Schule fahren mit dem Bus oder mit der Bahn. Die müssen ja und trotzdem kostet es Geld. Also das fände ich, wäre mal für die Erwachsenen eine gute Idee, mal drüber nachzudenken. Jetzt sind ja bald Wahlen in Hamburg. Darüber nachzudenken, ob man nicht so Menschen da die Stimme gibt, die sagen, wir brauchen einen kostenlosen Nahverkehr. Ne? Also möglichst, der alle Leute mitnimmt und von A nach B fährt. Vielleicht werden dann auch weniger Autofans durch die Gegend fahren. Obwohl Autos sind natürlich, ich habe früher auch Autos gesammelt, cool. Aber ich weiß, dass wir das der Umwelt nicht wirklich mehr antun können. Ich würde gerne mal, also Klima als Fach in der Schule, ihr macht es schon. Du hättest es gerne, um mehr zu erfahren. Wie sieht es mit dir aus, Johanna? Wir haben kein einziges Fach. Also in mehreren Fächern werden das Thema angesprochen. Aber wir haben kein wirkliches Fach dafür, was einzig und allein um dieses Thema geht. Wäre das gut? Ich weiß nicht. Also bei uns in unserem Alter informieren sich viele Leute lieber selbst über dieses Thema. Ja. Und wollen nicht, dass eine erwachsene Person ihnen vorgibt, was sie zu lernen haben. Aber ich denke, es wäre auf jeden Fall gut, ja. Ein richtiges Fach zu haben, um mal konzentriert darüber nachzudenken, was man machen kann. Dabei fällt mir ein, habt ihr schon mal Vorschläge zu Hause durchgesetzt oder eingebracht, die was mit Klimaverbesserung zu tun hatten? Fritz? Ja. Also ich will nicht sagen, dass ich auch nicht auch einer bin, aber wir haben zu Hause viele Langduscher. Ja. Und jetzt haben wir uns so eine Sanduhr aufgehängt. Oh. Die geht 3 Minuten.
Ja. Und in der Zeit, und dann duschen wir jetzt immer nur noch 3 Minuten, um den Wasserverbrauch einzudämmen. Absolut beeindruckt. Das ist ja richtig klasse. Ich habe heute, wir haben ja gesagt, jeder bringt sein Lieblingsbuch mit. Mein Lieblingsbuch heißt Einfach die Welt verändern. 50 kleine Ideen, wie man das machen kann. Die steht da nicht drin, aber die ist total toll. Und ich verspreche dir jetzt, das übernehmen wir mal, das probieren wir aus. 3 Minuten, gibst du uns 4 Minuten? Es ist immer noch besser als 10 Minuten, okay, komm, ja. Zugegeben. Ich versuche es mal mit 4 Minuten. Und wenn das klappt, versuche ich es mit 3 Minuten, versprochen. Also das heißt schon, was zu verändern. Johanna, hast du schon mal zu Hause was eingebracht, was sich dann auch deine Familie übernommen hat? Ja, also wie ich erzählt habe, ich bin vegetarisch geworden. Ja. Und eben durch diese Umstellung, wow, ja, ist auch meine Familie im Generellen weniger Fleisch, weil wir nicht immer 2 Mahlzeiten machen können, aber für mich, ja, immer für die anderen. Und das finde ich schon mal ein riesiger Fortschritt. Hast du schon mal eine schlaue Idee eingebracht zu Hause? Oder haben die dann auf dich gehört? Nein. Ne, bis jetzt noch nicht? Nee. Soll ich dir mal eine mitgeben? Okay. Eine schlaue Idee? Mein Sohn kam von der Demo wieder, der ist 12. Und er kam von der Demonstration wieder und hat gesagt, Papa, ab heute kein Spülmittel mehr. Und dann habe ich gesagt, hä, kein Spülmittel mehr in die Waschmaschine? Ihr wollt das doch immer, dass es gut riecht und weich ist. Und dann hat er gesagt, nee, brauchst du nicht, kannst du Essig nehmen. Dann habe ich gesagt, Essig, das ist doch Essig, denkst du auch, Essig in der Wäsche. Gemacht, ausprobiert, hat funktioniert. Seitdem waschen wir, also die Spülmittel, haben wir ersetzt durch Essig. Hat sich was verändert. Also bei der Spülmaschine oder bei der Waschmaschine? Bei der Waschmaschine, Wäsche waschen. Bei der Spülmaschine weiß ich es wirklich nicht, da könnte man auch forschen, aber da haben wir jetzt sozusagen so Tabs, wo die Folie sich selber auflöst und nicht nochmal Plastikmüll macht. Habt ihr davon mal was mitgekriegt, von dem Plastikmüll in den Meeren, in den Weltmeeren? Ja. Also, Milo, hast du da was mitgekriegt von? Ja, schon viel, weil viele Meerestiere fressen das dann auch und sterben. Ja. Und es ist sogar noch so, dass das Plastik, was da im Meer ist, immer kleiner und zerkleinerter und zerkleinerter und zerkleinerter wird und dann so Mikroplastik ist. Und dann sterben die vielleicht nicht sofort, die Fische, aber wir essen die, ne? Mhm. Und dann, zack, kriegen wir das bumerangmäßig wieder zurück. Was wir gedacht haben, haben wir schön ins Meer geworfen, nach mir die Sintflut, erledigt. Und dann kommt es über das Fischstäbchen wieder retour. Das ist natürlich doof. Plastik im Meer, ist das ein Problem, was dich beschäftigt, Fritz? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gelesen, dass Forscher in der Antarktis Teile von Mikroplastik im Schnee gefunden haben und auch schon in menschlichen Lungen. Oh. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein großer Grund, etwas dagegen zu machen. Außerdem finde ich, dass einfach viel zu viele Menschen nicht auf Mülltrennung achten, sondern einfach nur alles in eine Mülltonne kippen und das dann auf den Müll stellen und auch überhaupt keinen Plan davon haben, was Biomüll ist und so. Und ich finde, da kann man auch Schilder aufhängen oder so. Irgendwann die Mülltonnen, keine Ahnung, Früchte, Obst. Vielleicht muss man mal aufhören, Mann zu sagen und statt Mann immer wir sagen, ne? Vielleicht müssen wir damit aufhören, das zu machen. Mal zu uns, zu wir. Also wir zu Hause trennen inzwischen den Müll, auch Biomüll. Ist mir nicht ganz leicht gefallen, aber wir machen das jetzt. Wie ist das bei euch? Trennt ihr Müll? Ja, schon. Wir haben halt eine Tüte, wo wir Papier reintun und einen Restmüll, also wo alles andere reinkommt. Ja. Und könnte man noch mehr machen, außer... Ja, auch noch einen Plastikmüll. Plastikmüll habt ihr auch? Nein. Oder könnt ihr dir anfangen mit? Mhm. Aber das wäre doch zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel heute nach Hause kommst, ne? Ja. Dann sagst du, haben wir darüber debattiert, bei Frühstück mit, Plastikmüll trennen, wegen der doofen Fische. Nicht der doofen Fische, wegen dem doofen Plastik, was den Fischen das Leben schwer macht und dann nachher uns. Ja. Wäre zum Beispiel eine Idee. Wie sieht es bei euch aus mit der Mülltrennung? Also wir haben auch mehrere Mülleimer. Einmal Papier und Pappe einfach. Rest haben wir auch einmal. Genauso wie Plastik und einen Komposteimer. Wir haben nämlich also so einen Biomüll, ne? Genau, wir haben einen eigenen Garten, den wir uns teilen mit unserer Hausgemeinschaft und haben dort eben auch einen Kompostbereich, wo wir
selbst unseren Kompost entsorgen und den auch wieder verwerten. In Form von Erde. Und dann sagt mir doch mal, fällt euch das schwer zu trennen? Nein, wirklich nicht wirklich. Weil das ist ja auch mal sozusagen, das kann man ja auch mal Leuten draußen sagen. Also wenn man mal damit angefangen hat, ist es nicht so wirklich schwer. Ne? Plastik in Plastikmüll, Papier in Papiermüll, Bio in Biomüll. Dann bleibt gar nicht mehr so viel Restmüll. Also bei uns ist immer die Restmülltonne, die wir am wenigsten häufig rausschleppen müssen. Und bei uns tragen also die Kinder den Müll raus. Also die müssen die. Bei uns ist kein. Für dich ein Problem zu Hause Müll zu trennen? Nein. Fritz, für dich? Nein. Bei dir steht es ja noch bevor, ne? Mhm. Plastikmüll musst du mir mal erzählen bei Gelegenheit. Dazu muss man verraten, dass ich Milo kenne von den Höllenhunden. Ne? Daher kennen wir uns. Mhm. Wir müssen den Menschen mal erzählen, was die Höllenhunde sind. Kannst du das sagen? Das ist ein Fußballverein. Ja. Und da spielen wir viel Fußball. Immer montags, ne? Mhm. Im Schanzenpark. Und das Besondere dran ist, dass man das machen kann, weil man einfach dazu Lust hat, Fußball zu spielen. Das ist ja kein richtiger Verein, ne? Das ist mehr so Kinder, die... Bolzgruppe. Eine Bolzgruppe, ja. Das finde ich gut. Das ist auch ein Bolzplatz. Der hat nicht mal Rasen. Da lernt man Stein. Stein und Bäume wachsen sogar auf dem Bolzplatz, ne? Ja, ein großer Baum drauf. Ja, das macht richtig Spaß. Das ist der 13. Spieler, ne? Wo andere Leute Zuschauer haben. Und bei den Höllenhunden, das Besondere ist, dass die Kinder zu lahm, zu schnell, zu langhaarig, zu kurzhaarig, zu Mädchen sind. Und die werden vielleicht auf dem Schulhof immer als Letzte gewählt. Aber dann bei den Höllenhunden ist es egal. Ne? Da kann jeder mitmachen, so wie er Bock hat. Das muss man mal erklären zu den Höllenhunden. Daher kennen wir uns. Ja. Weil du da spielst. Und jetzt kommst du hier in die Sendung und erzählst ein bisschen was von dir und nimmst auch wieder was mit. Nämlich die Idee mit dem Plastikmüll. Es gibt aber noch was, was euch ja sehr beschäftigt. Ihr seid ja auch Menschen, die in dieser Zeit wohnen, wo man ganz, ganz viel mit Computern macht. Mit Handy etc. Wisst ihr darüber was? Also ja, zum einen natürlich ist es auch negativ, weil Handys wie Computer mit Strom betrieben werden. Und dieser wird natürlich gewonnen. Entweder durch erneuerbare Energien, was eben besser ist, oder durch fossile, wie zum Beispiel Kohle, oder Braunkohle oder Steinkohle. Und je mehr man natürlich am Handy ist, desto wahrscheinlich ist es, dass man auch fossile Energie benutzt. Natürlich kann man dann Stromlieferanten auch umstellen. Es gibt natürlich auch welche, die nur erneuerbare Energien verwenden, aber da muss man auf jeden Fall rein investieren, dass man ganz aussteigt. Da kann man noch weitermachen. Man kann aber auch sozusagen im Alltag was machen. Und zwar nicht, indem man aufhört zu zocken oder aufhört, sich YouTube-Filme anzugucken. Aber man kann zum Beispiel zwei Dinge tun, die ich gehört habe, auch von meinen Kindern, die relativ schlau sind. Wenn man sich einen YouTube-Film angeguckt hat, nicht einfach weiterlaufen lassen, sondern mal auf Stopp zu drücken. Weil das ist nämlich schon ein ganz großer Teil von Energie, der dabei verloren geht. Und wenn man Dinge streamt. Es ist also viel schlauer, wenn man sich einen Film angucken will, noch mal ein paar Freunde zu fragen, wie bei den Höllenhunden, hast du ein Video oder hast du eine DVD davon und sich den Film dann auf einen DVD-Player oder anzugucken, dann streamt man das Ding nicht, denn beim Stream entsteht ein unglaublicher Energiebedarf. Und das ist ein Problem, wo wir auch alle was machen können. Wir können da was machen. Also mehr Fragen, was hast du denn für Filme zu Hause? Kannst du mir davon einen downloaden oder so und dann die CD mitzunehmen, die DVD und sich den anzugucken? Vielleicht sogar zusammen. Zusammen Filme gucken ist sowieso besser als weniger. Und jetzt frage ich euch mal, hast du ein Lieblingsbuch, Milo? Ja, Gregs Tagebuch. Gregs Tagebuch, was findest du gut daran? Dass der sein Leben erzählt. Ah, okay. Und wie ist sein Leben so? Ja, der erzählt von seiner Schule, was er da für Themen hat und was er da macht. Aber was er einen Stress hat, ne? Mhm. Hat er nicht auch immer Stress zu Hause mit seinen Geschwistern? Der hat ja nur einen Bruder. Ja, genau, aber mit dem hat er doch ständig Stress, oder nicht, ne? Ja. Das denke ich mir auch. Und von Gregs Tagebücher gibt es ja wie viel verschiedene? 13, glaube ich. Ich meine, es gibt, oder? Gibt es nicht sogar 14?
vielleicht sogar 14. Ich hör das ab und zu auf Spotify. Also da hast du noch ein bisschen was zu lesen, ne? Ja. Das liest du gerne. Mhm. Fritz, wie sieht's bei dir aus? Ich lese gern Harry Potter. Harry Potter? Jetzt im Moment lese ich das Verwunschene Kind nochmal. Ja. Weil ich finde, dass das gut passt, dass das in so einem Theaterstück geschrieben ist. Ja. Weil es dazu ja auch keinen Film gibt. Mhm. In London wird das ja auch schon gespielt. Und ein Nachbar von mir war da. Ja. Und der meinte, ab und zu schießen da 6 Meter Feuersträhle über die Bühne. Und also das ist wirklich faszinierend. Kommt das nicht auch nach Hamburg? Ja, also ich weiß noch nicht wann, aber ich habe meine Mama gefragt, ob wir da hin können. Aber du weißt, dass, so viel ich gehört habe, ist die günstigste Karte kostet 100 Euro. Ne? Dafür könnten wir das selber spielen. Ne? Ja. Also ich würde auch von 100 Euro nehmen, dann mit euch zusammen das Theaterstück und dann lesen wir uns das gegenseitig vor. Ne? Also Harry Potter, neueste Ausgabe, das verwunschene Kind. Da bist du drin. Das ist ich empfehlen. Ja, das ist deine Welt. Ne? Sich so ein bisschen wegdenken in eine andere Parallelwelt, ne? In der Kinder zaubern können, wäre nicht das Schlechteste, wenn das sozusagen in der Wirklichkeit auch ginge. Da wäre ich auch dabei. Ich wäre ein alter Zauberer. Als ich 11 war, habe ich immer auf Hagrid gewartet. Ja, das ist so. Das müssen wir selber. Was ist dein Buch, das du mitgebracht hast? Ich habe das Buch hier mitgebracht. Es heißt Dry. Worum geht's da? Es geht um ein Mädchen in Arizona. Das in einer Gegend lebt, die komplett vom Wasser abgeschlossen wird. Oh. Während einer großen Dürreperiode. Und dann eben, ich versuche mal ohne zu spoilern, jetzt das zu erzählen, versucht zu überleben. Mhm. Und das ist sehr spannend zu lesen, auf jeden Fall. Und im Generellen, ich lese gerne Bücher, die sich um Zukunftsszenarien drehen. Ja. Manchmal auch katastrophale, wie in diesem Buch hier. Und ich würde es auch weiterempfehlen können, auf jeden Fall. Du weißt ja noch nicht, ob das gut ausgeht, ne? Ich habe es noch nicht fertig, nein. Nee, weißt du nicht. Ich wollte auch nicht spoilern, weil ich kenne es gar nicht. Aber ich drücke dir die Daumen, dass es gut ausgeht. Sie klingt ja nicht besonders berauschend erstmal, ne? Dafür ist aber sehr witzig geschrieben. Ja? Ja. Okay. Lieblingsfilm? Grindelwalds Verbrechen. Wie? Grindelwalds Verbrechen. Aha. Das ist der zweite Teil von Fantastische Tierwesen. Ja. Also quasi die Vorgeschichte von Harry Potter. Ja, stimmt. Das ist sozusagen das ist ein bisschen wie bei Krieg der Sterne. Dann wird sozusagen die Geschichte davor erzählt. Wenn das nach hinten auserzählt ist, erzählt man dann die Geschichte nach vorne. Bei dir? Star Wars? Der neue Teil jetzt. Hast du ihn schon gesehen? Ja, im Kino. Und? Empfehlenswert? Finde ich mega. Also. Mega? Mega. Ich finde es auch, seit es sie gibt, mega. Und ich finde, dass sie das immer wieder schaffen, sozusagen einen zu verzaubern, in diese Welt mit reinzuholen. Und wenn ich mir manchmal sozusagen Donald Trump angucke, dann muss ich immer an Darth Vader denken. Dann denke ich, dann denke ich immer an Lord Voldemort. Ja, der dessen Name nicht gesagt werden darf. Genau. Aber man muss eben aufpassen, dass man die auch mal irgendwann los wird. Sonst hat man immer nur Todessterne und irgendwelchen Ärger im Haus. Ne? Also solange Voldemort mitspielt bei Harry Potter, gibt es Stress, oder? Ja. Und solange Darth Vader mitspielt bei Star Wars, Stress. Oder halt irgendein Bösewicht. Irgendein blöder Mist passiert dann. Hast du einen Lieblingsfilm? Ja, Pur Plus gucke ich gerne. Wie heißt er? Pur Plus. Pur Plus? Mhm. Das kenne ich gar nicht. Erzähl davon. Da ist so einer, der heißt Erik und der fragt immer andere Leute und macht was mit denen. Okay, was macht er zum Beispiel mit denen? Bungee springen. Ah, der macht gefährliche Dinge? Ja. Wo die sich eigentlich nicht trauen zu? Mhm. Und dann trauen sie sich doch? Ja. Weil er ihnen das anschnackt? Mhm. Das bringt mich auf eine gute Idee. Ich würde gerne mal von euch wissen, wir haben ja schon darüber geredet, wie sehr ihr andere Menschen beeindruckt oder verändert in Kleinigkeiten. Ich würde ganz gerne wissen, ob ihr das Gefühl habt, dass ihr etwas bewegen könnt. Also ob deine Generation, bei meiner Generation
was in Bewegung setzen könnt. Also ja, ich habe das Gefühl, das können wir. Ja. Dazu brauchen wir natürlich auch noch die Mitarbeit von, in diesem Fall, Politikern. Zum Beispiel Grünen. Das ist ja auf jeden Fall gut. Was ich versuche, ist erst mein Umfeld zu beeinflussen und gar nicht so groß zu denken. Ja. Natürlich auf die Demonstrationen und versuche das auch, aber wenn man sich zu oft mit dem Thema beschäftigt, dass man gehört werden will und eigentlich noch nicht so viel passiert, wie man es gerne haben würde, wird man auch sehr verzweifelt und vielleicht auch so, dass man auch selbst mehr handeln möchte, weil man denkt, es bringt eh nichts mehr. Ja. Deswegen versuche ich auch eben zuerst mich selbst zu verändern und so auch meine Umwelt zu beeinflussen, indem ich zum Beispiel vegetarisch geworden bin oder auf meine Käufe achte, meine Einkäufe, weniger Packung nutze und so weiter. Ja. Aber ich denke, wie gesagt, dass... Also selber was zu machen und selber ein Vorbild zu sein, ne? Genau. Also eigentlich sozusagen Greta Thunberg vergessen zu machen, indem man einfach selber Dinge anders machen. Naja, man soll sie nicht vergessen, aber man soll sie auf jeden Fall nicht dauernd sozusagen darauf warten, dass Greta Thunberg die Welt rettet, sondern man muss sie selber retten. Das finde ich deshalb auch interessant, weil ich komme ja aus einer Generation, ich bin ja auch schon länger dabei. Und dann gibt es das im Elbe-Wochenblatt, da steht hier zum Beispiel, Schüler dürfen mitplanen. Das ist immer sozusagen, mitplanen halte ich immer sozusagen, das ist ja noch gar nichts. Mitplanen heißt erstmal nur mit drauf gucken. Mitbestimmen wäre vielleicht ein bisschen schlauer. Aber da gibt es in derselben Ausgabe heute die Umfrage, haben Sie jetzt mehr Umweltbewusstsein entwickelt? Und da stellt die Zeitung die Frage an Erwachsene, ob sich im letzten Jahr, seit diese Klimabewegung aktiv ist oder sichtbar aktiv ist, ob sie ihr Verhalten verändert haben. Und von 8 Leuten, die befragt werden, sagen 2 Erwachsene, ja, es hat sich was geändert. Und 2 sagen, es hat sich überhaupt nichts geändert. Und 4, das sind die übrig gebliebenen, und 4 sagen, sie hätten das auch schon vorher anders gemacht. Und dann denke ich immer sozusagen bei mir, ja, das stimmt, wir waren auch mal jung, haben das und waren auch wild, aber ich finde euch sehr viel jünger, die ihr heute was macht und nicht locker lasst. Und darauf, warum? Weil wir Erwachsene viel reden, aber man müsste eigentlich was tun. Ne? Also, ich würde ganz gerne nochmal von euch wissen, wir haben vorhin gesagt, was wir brauchen in dieser Stadt ist mehr Schlauheit, also mehr Unterricht in Klimadingen. Dann haben wir gesagt, wir brauchen mehr freie Fahrt, also wirklich freie Fahrt. Und dann haben wir auch gesagt, du hattest noch gesagt, Fahrräder, ne? Fahrradwege. Aber wir sind ja eine Stadt, die hat einen Hafen. Und das ist ja relativ wichtig für diese Stadt. Ihr wart alle schon mal am Hafen, ne? Ja. Ich wohne da. Du wohnst am Hafen? Ja. Und dann siehst du ja auch, was da so rein und raus fährt. Machen die Probleme? Ja. Was für welche? Die stoßen ganz viel CO2 aus. Ja. Alle? Die meisten, ne? Ja, die meisten. Die meisten großen. Die Kreuzfahrtschiffe, ne? Hamburg ist so ein Ding, die jubeln immer, wenn so Kreuzfahrtschiffe hier reingefahren kommen. Aber eigentlich sollte man da nicht so richtig jubeln, oder? Würdest du gerne mal eine Kreuzfahrt machen? Kreuzfahrt ist eigentlich nichts für mich. Ich hatte in der Anfang der 6. Klasse, meine Schule hat eine Zusammenarbeit mit dem Haus der Jugend Lattenkamp und die haben da Segelboote, also Optimisten. Das sind so kleine Segelboote. Und dann haben wir einen Segelkurs gemacht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da drin super war, aber so ganz schlecht war ich jetzt auch nicht. Aber so, keine Ahnung, so eine Kreuzfahrt. Also ich war mit meiner Klasse auch eine Woche auf Segelreise. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange so eine Kreuzfahrt geht. 2,5 Wochen vielleicht. Ich glaube, 2,5 Wochen nur Wasser um mich rum, das ist, das ist nicht mein Ding. Und würdest du auch darüber nachdenken wollen, was sozusagen aus dem Schiffsmotor, womit der angetrieben wird? Also dann würde ich mir vielleicht nochmal überlegen, also wenn das jetzt ein
wenn das jetzt nicht, keine Ahnung, nur Diesel oder Dieselmotoren wären oder so, dann, sondern wenn es mit erneuerbarer Energie laufen würde oder so, ja. Dann könnte also ich es mir vielleicht, ja genau, mhm. Dann könnte ich es mir sogar vielleicht vorstellen, mal eine zu machen, um mal zu gucken, wie es ist. Du hast das ja mit dem Segeln gerade erzählt. Ja. Ganz, als die Greta von ich glaube, von England aus nach Amerika gesegelt ist, ne? Weil sie nicht mehr fliegen wollte, weil sie gesagt hat, ich steige nicht in ein Flugzeug. Ich fahre auch nicht mit dem Schiff, mit so einer Rußschleuder. Ja. Fandst du das albern? Nein, definitiv. Ich kenne den Segler, Boris Herrmann. Der ist mit meiner Lehrerin befreundet. Und der war auch im Hamburger Hafen. Und da habe ich den quasi besucht auf seinem Boot. Also ich finde das nicht übertrieben oder so. Nur weil sie keine, also nur weil Greta kein CO2 mehr ausstoßen will. Und ich finde generell von vielen Menschen ist der CO2-Fußabdruck ziemlich groß. Und von daher finde ich es nicht übertrieben. Kreuzfahrt. Würdest du mal gerne eine machen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin schon segeln gewesen und generell auf dem Wasser zu sein gefällt mir schon. Aber Kreuzfahrten würde ich nicht machen. Zum einen eben wegen dem Problem mit den Motoren, dass es eben nicht sehr klimaneutral oder umweltfreundlich ist. Mhm. Zum anderen aber auch, weil diese Kreuzfahrtschiffe extrem riesig sind und man in ihnen, ich finde, zu viele Möglichkeiten hat und auch zu viel Luxus. Ja. Also ich habe von Kreuzfahrtschiffen gehört, wo ein eigenes Kino drin ist. Warum sollte ich Geld ausgeben, um auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen und mir dort einen Film anzusehen? Kann ich auch zu Hause machen oder im Kino generell. Ja, stimmt. Das also, ist, das ist, also bei der Frage, du wohnst am Hafen, du brauchst eine bessere Luft. Ja. Wegen den, also keine Kreuzfahrtschiffe. Keine Kreuzfahrtschiffe, weil man Kino nur auch zu Hause gucken kann. Keine Kreuzfahrtschiffe, weil deine Lehrerin mit dem Boris befreundet ist, der Greta nach Amerika geschippert hat. Und weil du segeln kannst. Ein bisschen zumindest. Ja. Also wäre es doch eigentlich schlau von den Erwachsenen, also von den Politikern, aber auch den Entscheidern oder von unseren Eltern, die wählen gehen, zu sagen, wir brauchen im Hafen bessere Verhältnisse. Die haben ja auch sozusagen jetzt so ein Gift entdeckt, was noch um ein Vielfaches gefährlicher ist als CO2, womit sie dort sozusagen die Lager besprühen, damit es keine Ungeziefer dort eindringen können. Also sowas, der Hafen ist jetzt nicht besonders kein klimafreundlicher Ort. Also das wäre doch zum Beispiel für Hamburg eine, oder ist, frage ich euch, wäre das gut, wenn Hamburg sich mehr um seinen Hafen kümmern würde? Also weniger Kreuzfahrtschiffe? Auf jeden Fall, ja. Klimafreundliche Schiffe? Also nur noch klimafreundliche, neutrale Schiffe irgendwann? Also dass man daran arbeitet? Ja. Bevor wir auseinandergehen, würde ich ganz gerne mit euch noch mal reden, wenn wir sozusagen hören von Kreuzfahrtschiffen, die Ruß raushauen, da, ausgerechnet da, wo du da, wo du wohnst, von Australien, wo Tiere verbrennen und wo man von einem Regenwald, der vernichtet wird. Hat man dann Angst? Kennt ihr Angst? Habt ihr vor sowas Angst? Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht jetzt hier Angst. Ich habe Angst um etwas, um meine Zukunft. Nicht nur meine, um generell die Zukunft der Erde. Okay, aber es ist auch deine Zukunft. Ja, es ist auch meine, ja. Aber ich habe, wenn ich sagen würde, ich habe Angst, würde ich nicht mich in den Vordergrund stellen, mhm. sondern die Tier-, Pflanzenarten und die Menschheit. Weil zurzeit sieht die Zukunft nicht so gut aus und es ist wirklich sehr wahrscheinlich, dass durch den Fehler der Menschheit, dadurch, dass wir nicht klimaneutral und klimafreundlich handeln, auch die ganzen Tiere oder sehr viele Tierrassen aussterben ja. und Pflanzen auch darunter leiden müssen. Kennst du Angst? Ja, auf jeden Fall. Vor 2 Jahren waren wir auch auf Mallorca und also ich weiß nicht, ob das hat jetzt nicht so viel mit der Umwelt zu tun, aber dann ist meine kleine Schwester mit 2 Jahren einfach irgendwo im Hotel verschwunden. Ja. Und dann hatten wir halt alle Angst, dass sie nicht mehr auftaucht. Und dann hat meine Mutter sie aber zum Glück wiedergefunden.
Aber ich habe auch generell auch, so wie Johanna gerade gesagt hat, Angst um meine Zukunft. Oder auch um die Zukunft der Erde. Oder ich meine, also man muss, jetzt, ja. Man muss entweder jetzt was machen oder es bringt halt einfach nichts mehr. Sollten Kinder Angst haben? Um kleine Geschwister schon manchmal, ne? Hund, Katze, Maus gerne, aber nicht um die eigene Zukunft. Es gibt jetzt die Möglichkeit für nicht nur Kinder, sondern auch für Erwachsene, wie ich gehört habe, am 21. Februar. Da hast du das Stichwort für dich. Was ist dann? Da ist ein neuer Generalstreik. Ja. Also ein Streik, der einem einiges wichtiger ist und wo auch aufgerufen wird, dass jeder hingehen soll. Sei man ein Kind, sei man Student oder auch erwachsen. Natürlich können auch Großeltern hingehen, auf jeden Fall. Übrigens ist 2 Tage nach ja auch die Bürgerschaftswahl in Hamburg. 2 Tage später, ne? Genau, am 23. Ja. Weswegen das für unsere für uns Hamburger noch mal wichtiger ist, weil wir vielleicht dann als Kinder auch einige Erwachsene auf das Thema aufmerksam machen können, die weniger oder nichts davon mitbekommen haben und vielleicht auch dann ihre Wahl verändern können oder beeinflussen können. Also einmal sozusagen die Eltern, Erwachsene auffordern, am 23. auf jeden Fall wählen zu gehen, sich mit dem Klima zu beschäftigen, das zum Thema zu machen. Das heißt aber, dass die Möglichkeit für uns, dass wir uns das wiedersehen, oder? Sehe ich dich da? Ja, auf jeden Fall. Dann komme ich auch. Fritz? Ja. Am 21. Februar? Definitiv. Was mit dir, Milo? Ich weiß es nicht. Nö, aber das ist ja am Heiligen Geistfeld. Weißt du, das Heiligen Geistfeld ist ja quasi dein Vorgarten. Mhm. Ne? Also nach vorne raus hast du die dicken, fetten Kreuzfahrtschiffe und hinter dir hast du die Möglichkeit, mit den anderen, von den Höllenhunden sind, glaube ich, auch einige dabei bei der Demonstration. Also das finde ich eine schöne Gelegenheit, dass wir uns wiedersehen, dass wir dann auch noch weiterreden über das, was euch, was mich, was uns, dass wir nicht mehr Mann sagen, sondern wir, dass wir zu Hause anfangen, dass jeder anfangen kann, was zu tun und was zu verändern. Das habe ich heute kapiert und von euch ein bisschen unterstützt bekommen. Und liebe Johanna, ich freue mich sehr, dass du da warst, dass du viel erzählt hast. Fritz, tolle Ideen. Ich hoffe, dass deinen kleinen Schwestern nicht mehr noch was sowas passiert. Und Milo, dir wünsche ich im Hafen, dass du irgendwann das Fenster aufmachen kannst und kannst sagen, gute Luft irgendwie hier am Hafen. Ja? Und ich verabschiede mich heute mit dem ausdrücklichen Wunsch, dass wir uns wiedersehen, mit welchem Thema auch immer, mit welchen Gästen auch immer, wenn es heißt Frühstück mit. Ich bin Georg Möller und ich verabschiede mich. Tschüss, ich sage jetzt guten Abend und guten Morgen. Und es ist ja nicht nur sozusagen das Café Stenzel, sondern das ist hier der kleine Italiener. Ja. Und das Jesus-Center, wo man denkt, naja, Jesus, da finden die Leute schon von alleine hin. Das Jesus-Center ist zum Beispiel ja auch der Ort, wo immer der Stadtteilbeirat tagt. Ja. Auf diesem Stadtteilbeirat hat damals der Vorstandsvorsitzende der HASPA nach den G20-Zerstörungen, die in erster Linie durch den Feuerwehreinsatz gekommen sind bei der HASPA und nicht sozusagen, wie immer die mehr erzählt wird, von dem brennenden HASPA. Die HASPA hatte nie gebrannt, sind im Stadtteil. Aber dann wurde neu gebaut und die HASPA versprach, innerhalb von 6 Monaten dort so ein Gebäude hochzuziehen. Da haben wir alle geklatscht. Ja. Mit Sozialwohnungen drin. Ja. Und jetzt gehen wir mal näher ran und gucken uns das mal an. Und dann stellt sich heraus, das sind keine 6 Monate, das sind keine 9 Monate, das sind keine 12 Monate. Nee, das sind knapp 2 Jahre. Sind knapp 2 Jahre? Ja, die wurden im März angefangen. Ja. Und das heißt, die erste Saison weg? Im März 18. Ja. Ich weiß nicht, kannst du dir genau sagen, wo ich war? Als es hier so richtig losging, das war ja der 5.7. glaube ich. Oder 6.7. Da war ich erst in der Universität, da gab es einen interreligiösen Gottesdienst, so eine Art, oder so ein Forum. Da war Bischof in Vers und so weiter. Und von da bin ich weggefahren mit dem Fahrrad und bin mit dem Fahrrad und S-Bahn und so weiter nach Wilhelmsburg gefahren, weil da meine Skatrunde war. Und wir saßen da im Garten bei meiner Freundin in Wilhelmsburg. Das ist alles Quatsch. Und haben uns die brennenden Barrikaden angeguckt, weil der Mann einer meiner Skatpartnerinnen auf dem Balkon hier stand und beschrieben, was hier alles abgeht.